Ich hab doch nichts gemacht! Ganz ruhig. Lass mich in Ruhe! Michael, du enttäuschst mich. Lass dir mal in Ruhe den Arm ab. Lass den Arm ab. Hey. Das ist mein Bruder. Hey, kümmert dich mal hier. Bruder, du kannst meinen Bruder nicht fest erheben. Michael, beruhige dich. Er behalt. Ich will doch einfach nur nach Hause. Aber Kellereingang nicht gut gesichert. Ist ja offen für jeden. Von innen gesichert, nicht von außen. Ach, ich falle, ja, gut. Aber sieht denn kommen. Viel Spaß. Wahrscheinlich sind die gerade eingebunden. Wir rollen dich raus nachher. Fand ich. Du diskutierst, anstatt ihm zu helfen. Fang jetzt keinen Streit an. Du? Nein, auf jetzt hier. Du. Hör mal auf jetzt hier. Hey. Meine Damen, bitte rennen Sie auf. Nachher wieder kuscheln und froh, ja? Ist doch nur Schmolke, ist scheißegal. Wir tauschen gegen Kartoffeln, dann passt. Oder nicht? Sind das Vergnügungsschreie? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon, er mag das. Er mag das. Er kriegt jetzt Seife und Dusche und dann ist gut. Das ist der Doktor, nicht kaputt machen. Alles gut. Komm rein. Hat er gesagt, komm rein? Von wo? Wie kannst du mal wieder ans Funkgerät ranstupfen? Da hat Rico wieder. Euer Chef sieht aus wie Bandit, das ist nicht gut. Vielleicht falsche Lager hier. Vielleicht V-Mann oder anmachen? Nee. Wenn es geschafft ist, dass ein General ein V-Mann ist, dann hat er echt versagt. Okay. Hat er gerade Anwalt gesagt? Willkommen! Alles mache gut. Keinen Ärger hier. Finger schön gerade lassen. Ich will sehen, ob es meinem Bruder gut geht. Auf Hilfe im Benimmregel. Gleich mitnehmen. Gleich der nächste Reihe. Nein, lass ihn. Das ist der Doktor. Wenn ihr ihn verhaftet, niemand wird heilen. Er kann gehen. Er soll einfach jetzt direkt gehen. Komm, lass. Ja, so ist das. Haltet mal bitte hier das Gitter frei. Hier soll keiner hin. Lass mal hier ein bisschen auf. Robert, Erik, Waffe in der Hand. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Im Weißen? Im Weißen, mit Waffe. Kannst du die Waffe wegstecken? Ja, steckst du schön ein. Dankeschön. Denk dran, ich hab deine Tochter hier. Genau, wir haben deine Tochter hier. Du kannst dann mit der Hand, die Waffe gehalten hat, die Hose halten. Bei uns wurde die Basis eingedrungen, was sollen wir denn machen? Ihr habt ja gesagt, er soll in die Basis rein. Wir müssten einen Hungerstreik machen oder so. Die wollen meine Haftbedingungen nicht verbessern. Ich hab nicht mal einen Stuhl. Und kriegt Knebel. Ich hab nicht mal einen Stuhl. Tut euch keine Zwang an. Dafür gibt's einen Boden. Schnauze, du hast einen Knebel. Heuchler, aber nicht holen. Er muss mal austreten. Wo geht es? Soll ich nehmen? Du musst mir den Markierer nehmen. Kein Grund, Stress zu machen. Das ist aber noch nicht die Hälfte, oder? Das ist abgezählt. So, ihr dürft jetzt gerne zurückverlegen in eure Basis. Wir bringen den Gefangenen später rüber. Darf ich kurz mit ihm reden? Nur reden. Du darfst daneben stehen. Nein. Nicht? Er ist ein Anwalt. Ich muss dir Bertel Bescheid sagen. Es gibt kein Rechtssystem mehr. Wir sind in einer Stunde bei euch mit dem Gefangenen. Und dann reden wir. Aber vergewaltige ihn nicht so schlimm. Er muss noch Wache schieben heute. Der war heute mit Tellerwaschen dran. Ja. Dann übernimmst du das halt. Nee. Rettet mich! Hilfe! Da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Ja, ihr geht. Und wir nehmen ihn mit. Keine Lösung. Nee. Ihr wollt ihn nicht haben. Wir bringen ihn, in einer Stunde kriegt er wieder, keine Sorge. Alles klar. Was zahlt ihr? Ja, genau. Was zahlt ihr?
Für den? Nicht. Lass mich frei! Alles klar, entweder ihr zahlt, wir wollen geht. Geld von euch haben, dass ihr ihn behalten dürft. Ich bin das Geld nicht wert! Ist jetzt ruhig! Gut, dann dürft ihr jetzt abmarschieren. Seid ihr euch sicher, dass ihr den Stunde behalten wollt? Am Ende ihr zahlt uns, dass wir ihn nehmen zurück. Na, das sehen wir in einer Stunde. Gehen gut auf den Sack. Dann muss auch abarbeiten. So, komm, wo ist die Eskorte? Wir wollen zurück. Aber benutzt wenigstens Gleitcreme. Unser Job ist getan. Der Deal war, wir beschützen die Feld während der Feldarbeit. Ja, ihr habt mich gut beschützt. Dorf. Danke, danke. Und haut die Zelle brennt. Bis zu unserem Dorf. Ihr wolltet hier hinkommen. Ihr habt ihn jetzt eingebuchtet. Okay, ich gebe euch zwei Leute mit. Drei. Und unseren Mann. Ja, wenn ihr wir wollt, geben euch keinen mit. Mann, wir geben euch keinen mit. Das war die Mission. Das war die Mission gewesen. Der Weg war eine extra. Okay. So. Komm mal kurz bitte rein. Warum? Weil ich kurz mit dir reden möchte. Ist das in Ordnung? Max. Ja. Bleib da! Ist ja gut, Mann. Ist ja gut! Ja, ich hab hier, danke. Ja, ich weiß nicht, ich hab da gerade alle reingekriegt. Nee, also es ist schon okay so. Onaniert er schon? Nee, noch nicht. Fertig. Er hat schon die erste Zigarette in der Hand. Das glaubt ihr nicht, die haben hier nicht mal ein Bett. Meine Angelegenheit, wie lange ich den brauche. Gut. Freiheit. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit zu gehen oder in einer Stunde zu gehen. Wir brauchen Geleitschutz. Gibt's nicht. Vorschlag. Wir kriegen die Kartoffeln wieder, ihr kriegt kostenlos Abend- und Mittagessen. Ja, entweder Geleitschutz oder... Und den könnt ihr behalten. Ja. Es gibt nur eine Antwort darauf. Wir gehen, ciao. Moment, Geleitschutz oder unseren Mann? Beide essen. Also Abend und Mittag. Ciao. Bye-bye. Was mit den anderen Tag? Müssen wir mal gucken. Finden wir schon was. Ich rede mal mit Bertel, vielleicht kriegen wir morgen das Frühstück hin. Alles klar, ich habe einen anderen Deal. Ihr kriegt den Gefangenen, ihr kriegt die Kartoffeln und wir kriegen die nächsten Tage umsonst Essen. Bis? Samstag. Okay. Deal? Inklusive Deal. Samstag. Inklusive Samstag. Okay. Hol den Gefangenen raus. Könnt den Gefangenen freilassen. Der kann die fertig mit rauchen. Nee. Die darf er mit. Will noch 2 Minuten warten. Er hat seine Haftstrafe selber verlängert. Von mir aus kann er freigelassen werden. Wenn er hier bleiben will. Wer steht denn das da drauf? Dankeschön. Lass in den Keller gehen, ne? Nicht in den Keller, hier ist der Ausgang. Dann will er immer überall reinrennen muss. Ist das eine Labwaffe, die er da hat, oder kann die auch wirklich schießen? Die kann auch wirklich schießen. Kann ich glaube, die ist eine Gausskanone, ne? Das macht geil aus. Das ist total gut. Das ist total gut. Das ist total gut. Die sind Militär oder Bruderschaft eigentlich sogar. Ja, eigentlich ist Bruderschaft. Immer haben wir Ärger mit dir. Du weißt schon, dass du heute noch Wache schiebst, oder? Und zwar bis zum Abendessen. Ich alles wieder, ihr Schweine. Ihr sitzt nachher auf dem Turm. Ja, du sitzt auf dem Turm und darfst da auch den ganzen Tag bleiben, sag ich dir. Und jetzt Abmarsch. Müssen wir nur gucken, kürzest du den Weg zum Dorf? Kürzest du den Weg zum Dorf da lang? Sind wir sicher? Ja, sehr sicher. Sind wir nicht hingekommen? Danke, komm. Nach Hause, fix. Scheiß Militär! Halt's Maul jetzt! Hallo, am besten. Knallt ihn ab, wenn ihr wollt, mir ist egal. Hört auf, euch aufzuteilen! Wie ungezogene Kinder! Aber ich Atheist! Tut euch keinen Zwang an! Ich weiß nicht, er sagt da lang. Ich war der Meinung da lang, aber okay. Ja, er kennt sich ja hier eigentlich aus, also ich hoffe, er führt uns nicht in die Scheiße rein. Ja, da waren auch alle zwei mit Banditen hin.
Ihr wisst den Weg, oder? Ja. Sicher? Ja, sicher. Ich habe nämlich keinen Bock, dann hier irgendwo... Das ist doch unser Heldays-Haus hier. Ich meine, die sind da nämlich auch noch. Wir haben keinen Geleitschutz bekommen. Dank dir! Ja, wieso habt ihr mich auch freigekauft? Ich hab die nicht freigekauft, ich hab die angeboten. Ach so.